Grabwächter. Grabwächterinnen, schön euch wiederzusehen bei Stardew Valley. Wir sind am Ende des Sommers und wir werden bald in den Herbst einziehen. Hi, Sayo. Natürlich auch an dich. Wir schauen mal, was so passieren wird. Ihr habt die Herbstabstimmung seit dem letzten Mal schon sehen dürfen. Und irgendwie ist auch wieder unten meine Leiste weg. Also es ist... Warte mal eben. Die Königin der Soßen, das machen wir eben. Grüße! Ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Koch vor. Das Gericht diese Woche ist Brot. Brot zu backen kann eine sehr komplexe Kunst sein, aber ich mache es einfach für dich. Die wichtigste Zutat ist nämlich Mehl. Aber bevor wir uns um den Teig kümmern, müssen wir unsere Hefe aktivieren. Sie bevorzugt warmes Wasser und etwas, woran sie sich nähren kann. Ich bevorzuge hier einfach Zucker, aber Honig oder Ahornsirup geht auch. Inoue, schön dich zu sehen. Klaus, obergeil. Schön, dass du da bist. Warum nicht? Hi. Königin der Soßen, was soll ich machen? Ach ja, ich wollte es doch nochmal versuchen, auf Fenster zu spielen. Vielleicht ist es besser. Auch wenn ich dann unten meine Leiste im Bild habe. Aber ihr seht unten die Werkzeugleiste und ich auch. Und das ist viel wichtiger. Hallo, Ostralotte. Heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. Die Mondlichtquallen werden an Pelikan vorbeischwimmen, um ihre lange Reise in den Winter zu beginnen. Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzusehen. Das sollst du nicht verpassen. Man sieht sich heute Nacht. Demetrius. Ist das Spiel besser als Harvest Moon? Kommt drauf an, welches Harvest Moon du meinst. Es ist sehr stark, besser im Sinne von, du hast viel mehr Möglichkeiten, ja. Oh Gott, was ist denn mit meinem Zaun los? Du hast viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Weil du kannst Sachen selber auch herstellen, wie Bier und andere Sachen. Du kannst genauso viele Leute befreunden und heiraten. Und sogar ein bisschen mehr als bei Harvest Moon. Gleichgeschlechtliche Ehen gehen auch. Also da ist es ein bisschen besser und fortschrittlicher. Naja, es ist halt diese Grafik. Das ist halt die neueren Harvest Moon. Naja, die Wii-Teile von Harvest Moon sind zum Beispiel klasse. Ohne Frage. Die neueren Titel, die jetzt auch auf Steam sind und so, da würde ich definitiv sagen, ja, das hier ist besser als das, was du da vielleicht finden kannst. Und auch hier kommt bald ein Multiplayer. Von daher, ja, das hier ist schon ganz solide. Und an vielen Stellen finde ich es besser als Harvest Moon. Ist alles kaputt, der Zaun. Guckt euch all den Hopfen an. Ich werde Bier brauen bis nächstes Jahr. Bier brauen bis nächstes Jahr. Ich musste nur... Ich kann jetzt dieses Fass bauen. Moment. Das habe ich doch letztes Mal erreicht. Jawollo. Ich möchte nicht den Weg... Ich möchte nicht den Weg gießen. Wie immer, wenn ich einsteige. Der erste Tag ist immer für einen Popo. Der ist immer für einen Mülleimer. Das kann ich mir auch nicht abgewöhnen. Ich muss erst reinkommen, dann muss ich die Grafik umstellen, weil das ist wichtig und dann... Ich habe gerade den Hinweis bekommen, dass du noch immer auf IRL geschaltet bist und nicht auf Stardew. Das stimmt nicht. Da musst du... Da musst die Leute, die dann eventuell sehen, dass ich noch IRL bin, die müssen das updaten. Das liegt nicht an mir. Das ist ein bisschen blöd. Blaubeeren für alle. Ich hoffe, hier kriege ich noch ein paar gute. Ich glaube, ich brauche noch welche für die. Für irgendwas brauchte ich die. 31 Stück. 27 normale. Ich wünschte, ich hätte auch viel mehr Mais gemacht. Der Zaun ist auch kaputt. Ich habe hier noch Taschenplatz? Jawohl. Dann kann ich ja... Das stimmt ja so nicht. Das ist gar nicht wahr. Das ist eine Lüge. Trotzdem muss ich jetzt nochmal hier raustappen. Mist. Mist, Chat. Ich habe das vergessen. Das ist so wichtig. Es ist wichtig. Aber jetzt ist es da. Passt auf. Und ihr wisst genau, was ich meine. Super! Alles klar. Mein Soundboard funktioniert wieder. Es ist im Moment wirklich...
da habe ich mega Luft im Kopf. Das ist das, was ich im Moment am meisten vergesse. Sendeplan-Befehl umgestellt, dass das auf den heutigen Tag passt. Ja, alles an. Ja. Oh, schon wieder muss man Streambot updaten. Naja, gut, okay. Updates sind immer gut. Und dann kommt die große Frage, ist dein Soundboard an? Und die Antwort ist immer nein. Ist immer nein. Selbst wenn er an ist. Besser nochmal gucken. Mit dem Kopf eben über die Tastatur rollen. Einfach nur aus Sicherheit. Habe ich das gegossen? Ist das schon gegossen? Könnte sein, oder? Hm. Heute sehr ineffizient. So. Wir haben okay viel goldenen Mais. Hier ist noch ein bisschen Mayonnaise. Wir haben lieber ein Tierchen. Wie sieht's denn aus? Honyxia sieht ja ganz in Ordnung aus. Und Hohenzilla, der geht's auch gut. Mit dem neuen Mikrofon, mit dem neuen Mikrofonhalter ist das so cool. Mhm, die Twitch-Erweiterung ist cool, wenn man wirklich sieht, wenn Australer reinkommen, ne? Das ist ganz nett. Da kannst du auch zusätzliche Kisten auf dem Bildschirm sehen. Die kannst du anklicken, dann kriegst du noch extra Australer. Ist kein Scheiß. Das hält den Stream und den Geist wach, wenn man sowas mag und sowas sammeln mag. Davon habe ich jetzt auch 5. Mais habe ich auch wieder 5. Ich habe sogar noch Mais-Saat. Ab und zu ist ein Scriptblocker ja auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich überlegen. Der Rubin kommt nach Gunther. Gunther. Dann werden wir darüber sagen. Habe ich noch Holz für Zäune? Die Antwort ist ja. Genau, eben, der Mais wächst auch im Herbst. Das ist eben die Frage, ob ich da nicht die Blaubeeren jetzt wegschneide, weil die werden höchstwahrscheinlich nicht nochmal fruchten. Und dass ich da nicht lieber nur eine Maispflanze hinpacke. Oder ob ich die Maispflanze runterpacke, wo jetzt der Qualitätssprinkler ist, um dann kann ich da Speedgrow wäre natürlich geil. Speedgrow wäre richtig geil. Warte mal eben. Da könnte ich nämlich Speedgrow hinmachen. Und das mache ich jetzt einfach, wisst ihr das? Hey Lena, schön dich zu sehen. Das ist jetzt auch schon gegossen, ja? Okay, hört sich gut an. Sieht gut aus, schmeckt gut und riecht natürlich auch nicht schlecht. Ich brauche Zäune. Ich mache mal schon mal welche auf Vorrat. Es ist das erste Mal jetzt nach 2,5 Ingame-Jahreszeiten, dass die tatsächlich kaputt gegangen sind, die Zäune. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber wenn wir es jetzt nicht aufräumen, dann bleibt das so und dann sieht das immer so hässlich aus. Das will ich nicht. Das Auge ist ja schließlich mit, auch bei der Farmarbeit. Jetzt gehen wir eben nach Gunther. Beziehungsweise wir gehen vorher nochmal eben nach der wunderbaren Gipsy-Frau. Nach unserer... Wie nenne ich das? Wie nenne ich das, ohne irgendjemand auf die Füße zu treten? Das ist einfach der fahrende Händler, sagen wir das mal so. Der immer sonntags und freitags da unten rumsteht. Und wir schauen, ob wir noch irgendwas kriegen können für unsere gemeinnützigen Gemeinde, für unseren Gemeindequest. Und dann können wir nach Gunther gehen und dann können wir schauen, was wir mit dem Rest des Tages machen. Ich denke, ich bin heute ein bisschen für Angeln. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich will nicht weiter in die Mine rennen. Ein Radizien. Eine Batari. Winddrachenmeister 95. Ach, das ist ein... Alles klar, das ist ein Bild. Alles klar. Das ist das Bild von dem Winddrachen-Champion aus 95. Okay. Du hast das Gemeinschaftszentrum fertig. Perfekt. Das ist genau das, was ich mit dem Heiraten hier erreichen will. Das ist gar nicht ganz so einfach hier und da. Aber wir sind schon relativ weit. Dafür, dass wir noch im ersten Jahr sind, wo wir... Oh, wir sind doch nicht... Schwarze Brett geht so. Der Rest... Okay. Brauchen wir ein Radizien? Irgendwas. So ein Radieschen muss doch irgendwas wert sein.
Im Aquarium werden wir sicherlich keins finden, auch im Tresor nicht. Das schwarze Brett. Niemand will Radieschen haben. Das ist ja merkwürdig. Wofür gibt es diese dann? Der will nur krasse Sachen haben. Speisekammer. Jetzt drehe ich mich im Kreis, nicht? Ja, oh, wir können hier die 5. Oh. Aber ich glaube, ich. Soll ich die Batterie kaufen? Für meinen coolen Lightpost, den ich bauen kann. Bietet eine Menge Licht. Ich meine, das sieht bestimmt cool aus. Den Kriegerin wollte ich auch bauen. Aber es sieht bestimmt voll cool aus, eine Laterne zu haben. Können die kaputt gehen? Ach komm, ich gönne mir doch sonst nichts. Ist gekauft. Der Pharao hat entschieden. Habe ich jetzt nicht gejammert. Jetzt muss ich doch erst wieder nach Hause. Mist. Jetzt will ich es auch richtig machen. Wenn ich im Gemeindezentrum noch was abgeben kann an Mais, dann mache ich das natürlich jetzt zuerst. Beziehungsweise nehme das gleich mit. Und dann gehe ich nach Gunther und ins Gemeindezentrum. Wenn Gunther noch offert. Mo für mich. Ja, das machen wir auch noch. Irgendwer wird für mich moon. Macht euch darum keine Sorgen. Nee, wir gehen heute nicht in die Mine. Mine ist doof. Wir werden schon, dass eine Schnipse oder ein Schnippericht für uns moot. Ohne Handaxt. Prähistorische. Kann ich auch noch Gunther bringen. Jawohl, Gunther wird heute belagert und beliefert. Mit all den Sachen, die glücklich machen. Edelwicke sind momentan in voller Blüte. Sie haben so einen wundervollen Geruch, nicht wahr? Den besten Geruch. Ist das wirklich ein Festtag heute? Tanz der Mondlichtquallen. Heute ist wirklich der letzte Tag im Sommer. Ich habe das nur so als Anteaser gesagt, dass der Sommer endet. Das ist wirklich der letzte Tag. Sam, my dude. Wenn du einen heißen Ballon über dem Meer siehst, ist gerade Hochsaison des Sommers. Edelwege, meins. Die hätte ich jetzt Sam geben können. Ah. Haley. Emily kocht normalerweise das Abendessen, aber sie macht so komisches Zeug wie Kiona. Okay. Die Museum spenden. Rubine. Okay. Prähistorische Axt. Jawohl. Endlich mal wieder. Eine weitere Sammelvogelscheuche. Ja, jetzt haben wir neben Miss Scheuchelot eine weitere Vogelscheuche, die einen Namen braucht. Brauchen wir Clint? Eigentlich nicht. Jawohl. Scheuchbären. Oh, Emily! Ich hab doch irgendwo eine Edelwicke für dieses Edelweibchen. Ach du meine Güte, bist du sicher? Ach, das ist Caroline. Heute werde ich mich entspannen und positiv denken. Außerdem habe ich gesehen, die Abstimmung für welche Schnipsel für mich moon soll, ist heftig für Abigail im Moment. Hätte ich nicht gedacht, aber dann arbeiten wir daran, dass Abigail uns mögen tut. Speisekammer, dahin, das. Jata, ein weiteres Bündel completed. Oh, wir kriegen ein Einmachfass. Apropos, was brauchen wir jetzt für diese Keg-Dinger? Für diese da. Holz, Kupfer, Eisenbarren und Eichenharz. Ich hoffe, das ist das Harz, was wir schon haben. Wenn nicht, Mist. Da müssen wir weitere Zapfhähnchen bauen, weil dann können wir endlich Bier brauen. Und dann wird Ustralotte ein Imperium gründen. Also, dekorierst du deinen Hof gerne? Es muss schön sein, einen eigenen Ort zu schmücken zu haben. Ich gehe vorne angeln. Ja, wir haben genug Platz zum Angeln. Alles gut. Das sieht wahnsinnig gut aus und das ist doch nicht so schlecht. Es ist Ustralotte. Mal schauen, was geht.
Oh, da war ich zu langsam. Da wollte ich erst einen Schluck leckeres Getränk genießen. Das lag an mir. Ho! Regen. Dein Angelgerät ist kaputt. What? Nein, mein Truhenfinder. Es hat mir bis jetzt noch nichts gebracht. Ich weiß nicht, wie aktuell Robo-Ustra ist. Also das, was, was im Add-on steht, ist definitiv das, was zählt. Aber der aktualisiert das immer alle paar Minuten. Falls du da Truhen und so sammelst, das kann ja nicht sofort rechnen. Ja, Lai ist mega reich. Lai will doch ihre Ustra nicht ausgeben. Sie hortet die. Sie will, wenn bald Twilight Princess anfängt, direkt das nächste Dein Let's Play reinhauen. Ist doch cool. Ich bin überhaupt gar nicht dafür gemacht. Heute kam ich überhaupt nicht dazu, einen Fisch zu fangen. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Und dabei habe ich mir so welche. Und dabei habe ich mir so Mühe gegeben. Und ich habe sogar meine Lieblingshaarspange. Und oh mein Gott. Oh Gott, ich bin zu gierig. Ich bin viel zu gierig. Ich will diese Kiste haben. Okay. Sehr gut. Man muss nur ein bisschen mehr jammern und eine Frau kriegt alles, was sie braucht. Nein, das stimmt nicht. Kohle, naja. Das habe ich verdient. Einen privaten Stream kaufen, das wäre doch was, oder? Ein Zusatztag. Stream kaufen mit Ustralern. Was hältet ihr davon? Oh yes. Verschreckt doch nicht die ganzen Leute mit sexy Ustra. So. Zack. Diese Regenbogenforellen und Karpfen meine ich natürlich. Ich bin bis jetzt ziemlich zufrieden mit der ganzen Sache. Da muss ich mal gucken, wer was von mir will. Moment. Oh, da kommt wer. Ist das Maru? Oder ist das Sebastian, der wieder rauchen geht an See? Das macht er nämlich ganz gerne. Oh, es rappelt im Karton und ich kriege wieder nichts mit. Heute ist kein guter Tag zum Angeln. Voll, jetzt angelt sich so gut. Ich kriege es einfach nicht hin. Jetzt aber. Komm her, mein... Oh mein Gott. Man muss es ja auch. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich kriege die Ustralotte schon mal kaum hin. Oh, ich muss schon nachdenken. Man muss es ja auch spannend machen für die lieben Zuschauer. Da kann man ja nicht einfach mal eben so. Irgendwas ist echt faul. Da kann man ja nicht mal eben so einfach irgendwie. Die Spannung rausnehmen. Man muss das immer spannen. Oh mein Gott, ich sehe das blubbern. Ich sehe das Blubberblitzen. Ich bin gleich da. Schön da stehen bleiben. Wunderbare Stelle. Ich habe gehört, diese Blubberbläschen, da sind die Schätze höher. Ist das wirklich so? Oh. Yes. Alles meins. Ich wusste, das ist Sebastian, der wieder da rumraucht. Ich gehe normalerweise nur nach draußen, nachdem es dunkel geworden ist. Klingt das für dich merkwürdig? Ja. Eigentlich klingt das merkwürdig. Bist du etwa Nachtwächter?
Ist das Blubberblitzel noch da? Yes. Yes. Auf geht's. Ist hier einfach die, ist hier echt die Chance für Schätze höher, weil irgendwie finde ich natürlich nur Fisch. Oh mein Gott, warum zittelt der so rum? Sind hier noch Fischchen drin? Zwei leckere Kabelbarsche? Kaulbarsche? Kaulbarschbuben? Wir müssen gleich noch die Laterne machen. Ich bin sehr gespannt, wie viel Licht die bietet. Hallo? Kleiner Fisch? Komm, komm zu mir. Ich weiß, dass du es willst. Oh, oh Gott. Oh. Heute ist ja diese Sternentanz-Quallen-Dingsbums-Rompel. Gut, dass ich das... Warum sagt ihr mir denn nix? Oh, das wär jetzt böse in die Hose gegangen. Ich wäre einfach ins Bett gelatscht. Ich komme. Quallen, wartet auf mich. Ich will euch auch sehen. Ah! Oh oh. Oh oh, ich verpasse die Quallenwanderung. Oh, dann kriege ich kein Quallen-Sandwich. Das ist schlecht. Lauf! Lotte rennt. Kennst du den Film? Oder heißt es Lola rennt? Verdammt. Ah! Opportunity vertan. Na, ist nicht so schlimm. Okay. Das Fest ist noch da und Ostralotte ist genau pünktlich. Außerdem, wenn man etwas später kommt, dann warten die anderen nur auf einen. Und sogar die Quallen warten auf Ostralotte. Das ist eine ganz schön große Menschenmasse für einen alten, für eine alte Anlegestelle wie diese. Ich bleibe lieber hier drüben in der Nähe des Strandes. Wow, meinst du, es bricht alles ab? Sag Gas nichts davon, aber ich bin ein wenig enttäuscht, dass es heute kein Buffet gibt. Mondlichtquallen, ich frage mich, wie die schmecken. Ich würde es natürlich nie versuchen. Das Leben ist für eine Qualle so einfach. Sich einfach für immer von den Wellen tragen lassen. Ich will den seltsamen grünen Wabbel sehen. Ich dachte, dort hätte sich etwas bewegt. Etwas Großes. Etwas Dunkles. Oh, Sam. Sebastian, du bist so cool und unheimlich. Ich frage mich, ob die giftig sind. Solch eine seltene und aufregende Sache. Ja, so ein bisschen Reloads gibt's gerade. Ich sag ja, da gibt's so Boxen, die dann 10 Lustrader gibt, ja. Ich kann nicht glauben, dass der Sommer vorbei ist. Mir kommt es so vor, als hätte er gerade erst begonnen. Ja, frag mich mal, Alex. Ich hätte meine Kamera mitbringen sollen. Ich vergesse sie jedes Mal. Die Quallen waren vor einem Jahr hier und nächstes werden sie wieder... Sie es wieder sein. Die Natur ist schon beeindruckend. Ich hoffe, dieses Jahr gibt es Babys. Hey, 19, schön dich zu sehen. Endlich wieder Zeit, dass du hier bist. Dort, ich habe etwas leuchten sehen. Oh, es ist weg. Lass dir einen Blick über diese endlose See schweifen. Tief unter der Wasseroberfläche existieren alle möglichen Lebensformen, unheimlich nicht. Ich habe heute Abend extra meine besonderen Schuhe angezogen. Keinem ist es aufgefallen. Wenn wir weiter den Ozean verschmutzen, werden diese Quallen sicherlich aussterben. Oh. Die meisten Nachtfische hätten Angst vor Licht. Diese hier sind eine seltene Ausnahme. Guten Abend, Ostralotte. Was denkst du? Sollen wir das Boot losschicken? Yes, of course.
Da bin ich jetzt aber mal gespannt, was das für ein Event ist. Dann nehme ich mal die Maus aus dem Bild. Ah ja, puddelt das an. Locken die Quallen extra dann hier sozusagen in die Nähe des Strandes? Oder wie funktioniert das Ganze? Da ist eine. Oh nein, das ist ein Metroid. Ach so, die sind unter Wasser. Ah, jetzt, I see, ich dachte, die fliegende Quallen. Oh, wie cool. Das sind wirklich Bubu Baby Boys. Guck mal, wie süß die sind. Und das ist das für ein Viech, da unten rechts. Das da. What the fuck? Es kommt auf mich zu. Das ist doch... Fang die Qualle. Ich weiß nicht mal, was das ist. Aber richtig schönes Event, oder? Das Leuchten des Sommers ist jetzt verblasst und die Mondlichtquallen führen ihren Weg in das weite Unbekannte fort. Watch. Oh, wir haben so. Ja, stimmt, wir können auch einen Keg stellen. Nice. Kann ich noch irgendwas in den Cake reinholen? Ich glaube, wir haben noch. Kann ich Blaubeeren rausholen? Ah, nur Mayonnaise. Nein. Achso, den Gelee kann ich auch reinpacken. Jetzt bin ich sehr gespannt, was so eine Laterne bringt an Power. An Power-Leuchtmittel. Holy Macaron, das ist so cool. Oh, schade. Ah, aber da packe ich den. Da, wo die Fackel ist. Das ist so cool. Guck dich das an. Boah. Das sieht so toll aus. Tja. Ich bin bisher auf keine Krieger getroffen. Faules Stück. Oh, es ist eine Nacht. Mist. Jetzt war ich wieder so. Ich kann da auch Hopfen reinlegen. Ach, echt? Kann ich das ja mal machen. Wir haben viel Geld kassiert und das sieht doch alles gut aus. Erster Tag des Herbstes. Ich freue mich so. Ja, Lutz, wo ist der Lutz? Dankeschön. Morgen wird es den ganzen Tag sonnig und klar. Oh, noch nicht der Grimm, aber auch nicht schön. Willkommen bei Leben vom Land. Reden wir über Sonnenblumen. Wenn du sie erntest, bekommst du nicht nur eine schicke Blume, sondern auch ein paar Samen. Ihr könnt die Samen nicht nur neu pflanzen, sondern auch verkaufen. Mehr brauche ich nicht zu sagen, oder? Oh mein Gott, ist das hübsch. Und wie der Wind pfeift, das ist ja mega schön. Danke. Wow. Der Herbst ist fantastisch. Dann nehme ich mal einen normalen Hopfen und pack den nochmal rein. Was kommt denn da wohl raus, wenn ich den Hopfen einlege? Auch was Alkoholisches? Könnte man sich ja fast überlegen, den Hühnerstall zu erweitern
Ja, die Soundtracks sind echt so gut, ne? Achso, ich wollte gucken, ob ich Eichenviertel hab. Eichenharz. Jawoll, Junge! Das heißt, wir könnten mir schon eins von den Fässern machen. Oder? Kupferbarren. Jawohl, Junge. Jawohl, das wird so Zeit. Endlich. Oh, es ist toll. Oh mein Gott, wo packe ich die hin? Nee, da komme ich ja nicht mehr dran. Ich glaube, ich packe das erstmal dahin. Und mach erstmal eine Runde Superbier. Superbier, go! Dann schaue ich mal eben hier rum, gehe einmal oben lang und gehe dann in den Laden. Das gibt's doch nicht, dass der ganze Zaun hier verwittert. Ah. Nope. Ich gehe mal oben lang, guck mal, ob es vielleicht irgendwas Herbstliches zu ernten gibt, was wir eventuell auch abgeben können im Gemeindezentrum. Und dann müssen wir auch schauen, dass wir bei Abigail wieder Punkte machen. Oh, was ist das? 2 Haselnüsse. Boah, der Sound ist echt krass. Boah, das ist schön. Cool. Super! Ja, mir gefällt's. Kann ich jetzt auch Pilzis überall finden, die rumliegen? Das wäre mega cool, weil ich brauche auch hier und da immer noch Pilze. Die würde ich natürlich dann sehr gerne. Ja. Diesmal werde ich hoffentlich nicht vergessen zu düngen. Aber ich denke nicht. So, ich brauche hier noch ein Pilzi, dann bin ich auch schon wieder fertig. Boah, ist das cool, oder was? Mega toll. Ich bin so froh. Es läuft alles so gut. Und es macht so Spaß. Das ganze Spiel hat so viel Potenzial nach oben. Oh, es macht so Bock. Ich will nicht, dass es aufhört. Guck mal, da oben ist eine kleine Kürbislaterne. Wie süß. Sebastian braucht verfeinertes Quarz, kann er haben, ja. Morgen hat Penny Geburtstag. Genau, wenn es jetzt regnet, kann ich auch den Aal angeln. Das ist auch super gut zu wissen. Hallo, ich guck mal eben in die Abstimmung rein. Also seid mir nicht böse, aber ich denke mal, das wäre eine gute Idee jetzt gerade. Einfach aus Gründen von Because of Reasons, Chat. Because of Reasons. Wegen Rosinen, wie man so schön sagt. Ich will einfach nur wissen, was ihr euch wünscht fürs Feld. Und dann werde ich natürlich trotzdem ein bisschen von allem nehmen müssen. Einfach nur, damit ich die Sache fertig kriege. Herbstsaat da. Genau. Ich brauche Senfkohl 2. Amaphen, Preiselbeeren, Süßkartoffeln, blablabla. Also, es ist noch nicht richtig was abgestimmt. Deswegen nehme ich also von jetzt allem was. Davon nehme ich 2. Davon nehme ich 1. Davon nehme ich. Ich habe 4 und dann nochmal 4 sind 8. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Süßkartoffeln nehme ich mit. Davon nehme ich mal 8 mit. Preiselbeeren. Kann mehrmals geerntet werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weizen, Sonnenblumen, Feensaat. Davon soll ich auch welche mitnehmen. Amarata, was soll das sein? Weintrauben! Ah, das ist wieder mit Rebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann nochmal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann nochmal 6. Ne? 24 Dinger würde ich dafür haben. Genau, das ist für meine gute Seite, damit die komplett ist. Und jetzt mache ich natürlich überall für den ganzen Quaddel, brauche ich in irgendeiner Form Dünger.
Ich weiß nicht, ob wir das Standarddünger nehmen oder was anderes. Hydrogel werde ich nicht nehmen, weil das ist ja schön und nett, dass ich dann eventuell 2 Tage was vom Gießen habe. Aber wichtig ist es jetzt nicht, wenn ihr natürlich Einwände habt. Ich werde irgendwie Superdünger nehmen in irgendeiner Form. Hier würde ich gerne alles voller Mais haben. Ich guck mal. Ich habe keinen Dünger. Ich habe noch 4 Speed Grow da. Wir können herstellen an Dünger. Standarddünger und Speed Grow. Aber wir haben keine Venusmuscheln. Also können wir theoretisch auch nur Luxusgeschwindigkeitsdünger mit Eichenharz und Koralle. Wir haben kein Eichenharz. Eine Ölpresse könnte man auch fast machen. Das ist auch bestimmt cool. Ja, dann mache ich weiter Standarddünger, oder? Mal was wir für eine Quest gebraucht. Okay, da gucke ich mir das auch nochmal an. Standarddünger. So, 55 Standarddünger sollte eigentlich reichen für unser Feld. Zumindest erstmal. Das packe ich jetzt zuerst drauf, dann kann nichts passieren. So, aber hier packe ich erstmal kein Mais hin, sondern Preiselbeeren. Vier, fünf, sechs. Jetzt kommen die Weintrauben, Rebstöcke. Perfekt, jetzt habe ich hier noch 6 Stück für. Dann habe ich Süßkartoffelchen. Habe ich auch noch 2 extra. Ich habe einmal Kürbis gekauft, weil davon brauche ich nur einen. What? War das clever, Chat? Ich brauche einen. Und ich brauche eine Aubergine. Aber Aubergine darf man doch nicht sagen. Wächst nach 4 Tagen. What? Da war irgendwas im Weg. Dann werde ich mal eben hier runtergehen und die anderen 4 Mais machen, die dann hier keinen Kümmerbeeren brauchen. Hier werde ich auch nochmal eine Standardscheuche nebensetzen. Perfekt. Sehr schön. So gefällt mir das. Guckt euch an, wie bunt der Herbst ist. Und die Musik ist total ruhig und irgendwie so ein bisschen melancholisch. Es ist halt der sozusagen. Ich finde, der Herbst ist halt so der Abgang des Jahres. Und dann Weintrauben können wir machen. Das ist cool. Da können wir wahrscheinlich auch Wein herstellen. Bis jetzt finde ich mein Feld ganz gut. Ich finde das hier einfach mega schön. Wenn ich das immer noch so sagen darf. Das hier finde ich einfach mega klasse. Apropos mega klasse, nur damit ihr wisst, Bescheid wisst, egal wann ihr dieses Video seht, nächste Woche kommt ein neues Farms Reality Video. Was habe ich nicht gedüngt? Ach, da unten den Mais habe ich nicht gedüngt, das stimmt, ja. Nächste Woche kommt ein neues Farms Reality Video. Damit ihr schon mal Bescheid wisst. Wir müssen nämlich unbedingt die Gurken pflanzen und die Radieschen umpflanzen. Das werden wir einmal tun. Und eventuell, da müssen wir vielleicht nochmal gucken, dass wir vielleicht nochmal los können und das nochmal besorgen können. Wir haben so eine Art Farm-Minispiel entdeckt. Und eventuell zeigen wir euch das mal. Und ihr könnt dann vielleicht, weiß noch nicht, wie wir es machen. Einfach abstimmen vielleicht. Wer eurer Meinung nach gewinnt oder so. Hm? Oder wetten wollte ich auch jetzt sagen, immer darf man ja nicht anpreisen.
Einfach die Feensaat irgendwie. Die muss noch irgendwo hin. Ich mache hier nochmal mehr auf. Das ist alles doof hier. So, was? Ich habe das nicht gedüngt? Kann gar nicht sein. So, die Fee kommt auch hier hin. Das sieht doch erstmal gar nicht so schlecht aus. Neue Keks kann ich nicht machen, weil ich keine anderen davon habe. Das heißt, ich werde jetzt als nächstes, gute Frage, was ich als nächstes mache. Ich könnte einfach mal angeln und gucken, was es für Herbstfische gibt. Guter Plan, bester Plan. Ist ja auch schon wieder spät. Aber vielleicht gibt es interessante Flussfische oder so. Kann ich das eigentlich schon zerschlagen? Nein. Spitzhacke könnte ich auch fast verbessern auf Eisen. Aber Clinton schon so. Mist, der hat nur bis 16 auf. Das war... Genau, Sachen sammeln werden wir auch. Also wir werden jetzt angeln und schauen, was es so im Wald so zu finden gibt. Ich denke mal, der Herbst wird eine sammelbar reiche Jahreszeit sein. Hier fängt es ja schon direkt an. Guckt euch das an. Mit ein paar Brombums. Und hier vorne in den magisch-mystischen Wald will ich auch mal reingehen. Ich weiß zwar nicht, ob sich das lohnt und ob sich da die Jahreszeit auch ändert. Aber wir werden das genau jetzt herausfinden. Ach, schick. Wow, 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 wow. Aha! Aha! Ich habe das Amarat nicht vergessen, aber es ist heute zu spät, in den Laden zu gehen. Oder? Der glaube ich auch nur bis 16 Uhr auf. Deswegen werde ich das direkt am nächsten Tag machen. Und mal schauen, was das dann so mit sich bringt. Und dann muss ich auch gucken, wo ich das hinpacke einfach. Farm ist ja doch schon relativ klein und ich muss auch gucken, dass das alles bewässern kann, ohne dass ich meinen ganzen Tag daran verliere. Gut, dann haben wir jetzt wieder ein Bündel komplett fertig. Mega gut, oder? Mega gut! Bin ich einmal durch den ganzen Wald gerannt, habe nicht geangelt auf euren und habe wieder auf euch gehört, Grabwächter. Und was ist wieder passiert? Nichts ist passiert, ist nichts da, nichts gefunden, außer ein paar Brombums. Oh! Es ist verschlossen. Wie süß! Hat sie dekoriert für Herbst. Oh! Haben die alle jetzt dekoriert für Herbst und Halloween? Jetzt gehe ich auch mal eben an den Strand und gucke, ob es da neue Muschelarten und so gibt. Oh! Elliot hat sich auch dekoriert, wie schön. Venusmuscheln, cool. Komm, einmal hänge ich jetzt den alten Wurm raus, ihr könnt es mir nicht verbieten. Aber hier vorne. Blü- Yes. Ja. Hier gucken 10 Kinder zu. Weißer Thun. Weißer Thun was? Schon. Hm.
Weißer Thun. Seetang. Ach, ich wollte noch Sebastian das verfeinerte Quarz bringen. Mist. Morgen ist auch noch ein Herbsttag. Lustralotte hat heute so viel im Kopf. Oh nein. Und irgendwie kriege ich die Stimme überhaupt nicht hin. Das ist so merkwürdig. Normalerweise schaffe ich diese Stimme im Schlaf. Aber heute war ein anstrengender Tag. Ich war auch, wie gesagt, Woken hat Spaß gemacht. Eine Sardelle. Außerdem eine Geode. Okay. Ein Segel. Okay, also ich kann irgendwie nachts nicht bei den Leuten rein. Schade eigentlich. Oh. Minimal gegen die Wand gelaufen. Das passiert den Besten. Ich hoffe, das Team hat sich übrigens wieder gefangen. Wir haben zwar jetzt ein bisschen Verlust gehabt, aber jetzt sollte alles wieder in Ordnung sein. Wie gesagt, wir sind immer noch im Notfallsendeplan und ab und zu mal so ein bisschen was verlieren. Macht mich aber jetzt gar nicht nervös, weil das sind Zahlen, da ist alles okay. Also alles, was unter 5% ist, nehme ich einfach als alles ist in Ordnung hin. Ja, auch wenn es mal kurz zuckt. No. Jatta. Einfach so. Super! 30 random Herbstsaat. Cool. Hier bräuchten wir Wir hätten das die ganze Zeit abgeben können. Wir hätten das einfach die ganze Zeit abgeben können. Okay. Na gut, ein paar Fische fehlen ja noch. Das juckt. Ein paar Fische fehlen ja doch noch tatsächlich, was? Oh, die Herbstnächte sind aber auch dunkel. Das ist ja richtig gruselig, guck mal. Ja, richtig gruselig. Boah, die Laterne sieht so gut aus, ne? Die Venusmuscheln behalte ich mal, da können wir irgendwie Dünger draus machen. Ein verfeinertes Quarz nehme ich jetzt schon mal mit, dann vergesse ich das nicht. Und die Herbstsaat könnten wir theoretisch zwischenstreuen. Falls uns nichts anderes einfällt. Guter erster Tag im Herbst. Fand ich ganz gut. Und auch für einen okay Tag okay Geld gemacht. So mag ich das natürlich. Ich hole mir mal das Mikrofon ein bisschen näher. Vielleicht ist es ein bisschen einfacher. Warum machst du jetzt nett? Ach, das Gerät hat. Willkommen bei Kosu. Hast du jetzt Dings gekriegt, Bits? Ich frag nur aus Neugier. Komm mal Bits holen. Oh nein, der Grimm. Das ist nicht okay.
So, gleich wenn der Laden aufmacht, ich hab's nicht vergessen, hole ich den Amarat-Stuff. Ich weiß nicht mal, was es ist. Das ist irgendwie was zum Absägen, also irgendwas zum Abschneiden mit der Sense. Was soll das sein? Wir brauchen unbedingt die verbesserte verbesserte Grießkanne. Dringend. Guck mal, wie Miss Scheuchelot da rumsteht. Geht ja weg! Miss Scheuchelot macht ihren Job richtig gut. Tja, irgendwie hätte ich... Was ein bisschen fehlt so... Ich meine, die Sprinkler sind natürlich toll, aber... Auf der anderen Seite, die sind natürlich auch... Also diese Sprinkler, die ich jetzt habe, Qualitätssprinkler... Ob das richtig cool ist? Es ist eine Art Salat. Okay, cool. Das ist ein Teilzeitbegleiter. Irgendwie, ja, genau. Irgendwie sowas fehlt. Achso, ach nee, ach, den Teilzeitbegleiter. Jo, wir waren ja heute wieder draußen. Und irgendwie hier in dem Park, die muss uns wohl riechen, das ist jetzt kein Witz. Oder halt hören oder so. Es ist eine Katze, die rennt einfach immer mit uns rum. Die kommt an und wir haben das heute mal getestet, weil die war letztes Mal schon da. Wir haben es, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Und die ist einfach da und sitzt dann bei uns und rennt mit uns mit. Also wirklich nicht so, die geht jetzt so, weiß ich nicht, an uns vorbei, sondern die geht wirklich mit und auch neben uns. Und heute haben wir es mal provokant getestet. Und wir haben uns wirklich tatsächlich mal hingesetzt auf eine Parkbank und die Katze war wirklich die ganze Zeit mit an und unter der Parkbank. So, richtig schön eigentlich auch, richtig witzig. So, für Abigail müssen wir das hier mitnehmen, Amethyst. Wir könnten der Peppi für den Bürgermeister mitnehmen. Guck mal, Gold haben wir. Was wollten wir denn bauen mit dem Gold? Warte mal, hier so eine Ölpresse könnten wir bauen. Bringt das was? Bringt das was, eine Ölpresse zu bauen? Das ist cool. Ich meine, wir könnten das tun. Schleim, Hartholz, 20 Stück. Haben wir so viel? Haben wir so viel? Hier ist eins drin. Hier sind 24. Oh. Schleim, habe ich Schleim? Schleim habe ich auch. Ich mach das jetzt. 50 Schleim. Es wird Zeit, wieder in die Mine zu gehen. Denn die Zwerge haben noch nicht tief genug gegraben. Doch keine Sorge. Ustralotte ist hier. Hey Matt. Wollte ich nicht meine Spitzhacke aufwerten? Ich gebe heute Vincent und Jazz Nachhilfeunterricht. Ich wollte doch eigentlich meine Spitzhacke aufwerten. Aber da kann ich natürlich nicht in die Mine gehen. Also lassen wir das erstmal. Ich suche Sam. Vielleicht ist der ja schon im Laden. Ja, habe ich auch schon gesehen. Die Schweine sind Trüffelsucher. Wie cool, oder? Naja, Sam ist noch nicht hier. Aber der arbeitet ja auch nur Teilzeit. Wo ist dieser Sam? Ich brauche ihn so sehr. Diesen Sam. Ich mag ihn ganz gern. Außerdem suche ich eine Frau. Sie heißt Frau. Ah, da ist sie. Und ich schenke ihr nicht den... Wo ist der Amethyst, den ich gerade hatte? Hi, Ustralotte. Ich werde auf deinem Hof hier ab. Scheiße!
Ich meine natürlich, das ist jetzt aber ein Fauxpas. Ich hatte das doch gerade in der Hand. Ah, für die Trüffel ist die so. Ah, okay. Aber ich denke mal, man kann doch auch andere Öle machen, oder? So ein Dreck. Oh, Hayley. Hi, Hayley. Ah, da ist Evie. Oh, Glück gehabt. Ich liebe so Zeugs, ernsthaft. Du bist echt super, Australotte. An den meisten Tagen versuche ich im Laden auszuhelfen. Das Geschäft läuft ziemlich schlecht, seit der Dojo-Markt aufgetaucht ist. So, Amaterasu satt. Ich nehme mal 8 mit. Soll ich mal Sonnenblumen mitnehmen? Grabwächter, was meint ihr? Yay oder nay? Außerdem nehme ich nochmal. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch noch aus anderen Dingen. Ich würde auch gerne mal. Ob ich einen Apfelbaum mitnehme? Trägt im Herbst Früchte. Trägt im Sommer Früchte. Gibt es etwas? Boah, ich glaube, ich kaufe mir einen fucking Kirschbaum. Oder zwei. Ich kaufe mir einen Kirschbaum. Ihr könnt nichts dagegen machen, Grabwächter. Psch. Und keine Sonnenblumen. Habt ihr nicht gesehen, was ich jetzt gerade getan habe? Ich droppe auch immer wieder Samen. Oh! Ja, Sakura-Blüten-Zahn. Sock und mal Sakura. Oh, Sam ist am Jam. Das ist gut. Hey, Bubi-Boy. Ich hab dir was mitgebracht. Du verstehst es wirklich nicht, oder? Oh. Ich kann nicht lesen. Verdammt. Das war doof. Das war Mondo Diao doof. Das war nicht okay. Ich gehe trotzdem in die Mine. Ich wollte eigentlich trotzdem in die Mine gehen. Das werde ich auch tun. Ja, genau. Ich brauche die für einige Sachen aus dem Gemeindezentrum. Das sehe ich nämlich auch so. Ich habe zwar die Fruchtfledermäuse, die mir alle geben können. In der Theorie. Das Gewächshaus sieht so aus, ne? Da könnte ich theoretisch hier irgendwie. Ja, jetzt Bäume pflanzen habe ich ja noch nie gemacht. Und sie brauchen irgendwie 8 Felder um sich rum Platz. Ich brauche den hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Und drumherum könnte ich jetzt theoretisch so ein bisschen. Ah, ich habe irgendwie keine anderen Platten. Ich wünschte, ich hätte andere Platten irgendwie. Das wäre ganz cool. Naja, weil der ist, glaube ich, dann ein gut. Das Gewächshaus kann man auch ausbauen. Ja, anscheinend. Ich habe noch nie so weit gespielt, dass ich dazu wirklich eine Meinung hätte. Verfeinertes Quarz. Das wollte ich doch noch mal mitnehmen. Da ist doch noch einer, der das braucht. Der Sebastian. Da kann ich, glaube ich, auch schon ins. In seine Butze gehen? Ah, Abigail, was bist du denn hier? Steht manchmal hier? Kein Wunder, dass ich die nie finde. Ich würde auch gerne Zwergisch lernen, um mit dem Zwerg zu reden. Dimitri ist auch hier draußen. Hi. Wir wissen dank der Wissenschaft eine Menge über die Natur.
Haselnuss. Das Radio ist nicht eingesteckt. Ein Bilderroman! Chroniken von Solarion, das Spiel. Ist es ein MMOler? Auch noch. Oh Gott, die Zocker werden ja wieder richtig gut dargestellt. Die Zocker sind also alles Emos. Siehe Abigail, siehe Sebastian. Ob ich das so gut heißen kann? Wo will ich denn hin? 85, echt? Wow, wie viel Damage der macht. Alter Vater. Oh, es könnte weiter runtergehen. Vielleicht in der Mine angeln. Aber wo? Oh ja. Na gut. Es gibt hier zumindest Weißalgen, okay. Was erwartet mich noch hier? In den Tiefen der Mine, welche Fische leben wohl an einem Ort wie diesem? Und wie sind sie eigentlich hier hingekommen? Das sind Fragen, die wird Australotte euch natürlich sehr gerne beantworten. In ihrer neuen Novela Australotte im Lande, Australotte am Tage und Australotte in der Nacht. Braucht ihr den? Ist das schon der, den ich brauche? Wow, 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 Alter, der Fisch ist rude. What the fuck? Ein Eispip. Ein seltener Fisch, der unter extrem kalten Bedingungen gedeiht. Hast du gesehen, der war so. Okay. Okay. Guck noch mal so ein bisschen auf die Drop-Frames. Ich hoffe, bei euch ist keine Verzögerung. Es ist mehr, als ich dachte, aber es scheint noch nicht so, dass ihr einen Ausschlag davon merkt. Also. Sobald ihr merkt, dass irgendwas merkwürdig ist, einfach Bescheid sagen. Perfekt! Ich angel nur so ein bisschen, um Sebastian wieder sozusagen in seine Höhle zu locken. Ich glaube, ich gehe jetzt mal gleich eben wieder, damit wir den Quest fertig kriegen. Ja, auf geht's. Besser ist nicht, dass wir noch den Sebastian verpassen. Das wäre nicht gut. Wir brauchen ihn doch für unser Lebensstil. Guck mal, da geht Dimitrios gerade nach Hause. Da gibt es bestimmt dann gleich Essen und dann sitzen die alle am Tisch. Und da ist ein Sebastian, dann kann ich das ihm geben und dann ist alles gut. Außer der raucht natürlich wieder hier vorne. Aha! Ich kenne auch meine Pappenheimer. Bitteschön. Hey, danke für die Hilfe. Genau das, was ich wollte. Ich weiß, was du mich willst. Kürbisgeschmack hier, Kürbisgeschmack dort. Ich habe genug von diesen Trends. Das geht doch, okay. Leichte Verzögerung ist nicht schlimm, aber. Leer. Geh da weg. Wenn das wirklich der Fisch ist, den ich habe, dann habe ich ja wieder ein Bündel fertig. Oh, das bündelt sich ja langsam alles. Sehr schön. Mit geballter Kraft der Bündelung.
Mega gut. Mega gut. Matrosenteller. Aber sonst habe ich hier nichts, was ich brauche, oder? Ich meine, ich habe ja noch diesen Eispip. Der ist krass. Der ist ziemlich krass. Brauche ich den denn nirgendwo? Oh. Möchte nicht jemand mein Eispip sein? Ich bräuchte theoretisch Sonnenblumen und Rotkohl. Und Entenfedern. Trüffel bräuchte ich auch, so oder so. Ahornsirup. Das können wir theoretisch fast fertig machen. Eichenharz haben wir zwar nie genug von, aber auch das wäre irgendwann möglich. Könnte ich noch Geld spenden? Nur mal so am Rande. 10.000, 5.000. Noch nicht ganz, aber eventuell bald. Ich weiß nicht genau, was der Tresor uns bringt. Den Bus. Ah, I see now. Okay. Da können wir dann in ein anderes Gebiet fahren. Ist auch schön. Oh, schwing, schwing. Schönes Ding. Ja, da wunderbar. Das ist doch. Sollen wir den Eispip verkaufen? Irgendwer hat heute Geburtstag, ich hab's vergessen. Penny hatte Geburtstag, ich hab's vergessen. Den Goldmeißkampf verkaufen. Dann packen wir jetzt noch die Amarat-Saat auf das Feld hier unten. Eventuell finde ich dafür auch noch Dünger. Ihr dachtet, ich vergesse das wieder. Ihr habt das wirklich gedacht, oder? Ihr habt das wirklich gedacht, ich vergesse das. Ihr seid zu gemein zu mir. Als ob ich nichts im Kopf habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist ein Automatismus, der da vor. Das ist ein Muskel. Ich kenne keinen Dünger. Harvest Moon hat keinen verdammten Dünger. Wir tun einfach so, als ob da Dünger drunter liegt. Ja, Dinge passieren. So sieht's aus. Das kann doch mal passieren. Einmal. Einmal ist es jetzt passiert. Na und? Als ob das jedes Mal passieren würde. Helles Bier. In Maßen genießen, ja. Wir verkaufen mal eins, ich will wissen, wie viel wert das ist. Und dann weiß ich mehr. Kampf ist echt schwierig, da weiterzukommen. Was sollten wir jetzt genau machen? Wir wollten entweder mehr Schleim kriegen oder wir wollten. Ja, am besten wäre natürlich, wenn wir noch mal ein paar. Tap-Dinger machen. Ich guck mal, ob ich noch Kupfer habe zu verbrenzeln. Dann werden wir nochmal ein paar Kupferbarren herstellen. Besser ist es. So ist schon besser. Das sieht doch alles ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Okay, perfekt. Dann sind wir fort hier durch. Ja, es passiert auch immer wieder. Ich kann das nicht abstellen. Bei Harvest Moon gibt es einfach nicht. Dann haust du einfach deine Saat ausfällt. Und ich kriege das einfach nicht in meinen Kopf. Es ist einfach so, okay, ich habe das geflügt, da kommt jetzt Saat drauf. Bumm. Und ich finde es auch blöd, dass man genau die Reihenfolge einhalten muss. Aber das Spiel ist halt so. Ich kann mich dagegen nicht wehren. Das ist mein Problem. Morgen wird es sonnig. Und heute ist so ein semi-glücklicher Tag. Naja, gut. Hi, Ostalotte. Ich würde meinen Kühen gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen. Die sind so gute Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amarat bringen? Sie lieben das Zeug.
Klar, mache ich. Dankeschön nochmal für den Tipp. Aber das hätte jetzt natürlich auch gereicht, hätte ich das erst gelesen und hätte das dann gewusst. Also es war so ein bisschen Vorgreifen an der Stelle. Nichts Schlimmes, aber lasst mich doch immer erst selber entdecken. Der eine Tag hat jetzt auch keinen Ausschlag auf meine Saat gegeben. Denke ich zumindest. Guck mal, hier oben ist alles gedüngt. Was wollt ihr noch von mir? Sogar Sayo, Katze Sayo hat die Schnauze voll. So, dann hole ich mal eben neues Wasser. Mach mal eben das. Guck mal, wie schön klein der Baum ist. Oh. Oh Gott, was ist das? Eine Gewürzbeere und eine Aprikose. Brauchen wir die? Haben wir die schon für irgendwas? Ich bin mir sicher, es ist sehr gut, diese zu haben. Und geben meine Bäume auch noch diesen Harz, dieses Harzzeug? Stimmt, oder? Ich hoffe, es ist stark und stetig. Und geben Trauben auch jeden Tag? Wie das Hopfen? Das wäre krass. Dann kann ich nur noch Wein und Bier brauen. Das ganze restliche Spiel lang. Das wäre so cool. Und hier kann man auch so mindestens ein bisschen durchsehen, ob man gegossen hat oder nicht. Aha, das ist so ein lila Zeug. Aber hier unten ist halt der Ort ohne Dünger. Das ist halt, hier ist halt so weiter weg. Ein bisschen ab vom Schuss. Da brauchen wir das einfach nicht. Was ist das? Large Egudes. Brauchen wir das? Aber brauchen wir großes Ei. Wir brauchen das. Large Egudes. Aprikose haben wir schon abgegeben. Trüffelöl, jo, hier. Naja, gut. Dann werden wir mal nicht das Large Ego Death dahin geben, sondern einfach mal diesen hier. Jo. Bock. Sehr schön. Ich habe überlegt, ich sollte für den neuen Stall züchten. Bier brauchen in Ostrolotte. Ja, das ist mein Plan. Wir sollten für den neuen Stall züchten. Wir sollten züchten für einen, ihr wisst schon, was ich sagen will. Genau dafür. Wir sollten züchten für einen. Gebe ich jetzt die blöde Spitzhacke ab. Die Antwort ist eventuell. Ja, wir geben die Spitzhacke ab. Ich hoffe, ich brauche nur 5 und keine 10 Eisen. Aber ich werde es gleich merken. Und ich glaube, mehr als 5000 braucht es nicht. Und dann rollen wir lang. Oh. Oh. Pflaume. Und dann rollen wir langsam wieder an. Wildpflaume. Mit Geld machen. Deswegen habe ich jetzt keine Angst davor, viel Geld auszugeben. Das geht schon. Oh, das geht schon. Ach ja, hier ist der neue Quest. Genau. Und dann wissen wir mehr. Stahlspitzhacke, aber 5000 und ja. Ja, sicher machen wir das. Was sollen wir sonst tun? Ein bisschen planlos durch die Gegend laufen wir gut. Ein bisschen planlos durch die Gegend watscheln wäre gut. Dann ist die Frage, was wir mit dem Resttag machen. Eigentlich hätten wir noch mal ein Amethyst für Abigail mitnehmen müssen. Achso, und ich kann mal eben gucken, was das Bier wert war. Helles Bier ist 300 wert. Ich werde ein reiches Mädchen. Ich werde ein reiches Mädchen sein. Und dann können Haley und ich doch endlich wieder Freunde werden. Nein, das war gelogen. Hey, ich könnte keine Freunde werden. Bierbrauen ist richtig krass. Jetzt überlegt man, wir hätten die Perks genommen, dass die Handwerkswaren noch
heftiger werden beim Verkauf. Das wäre krass gewesen. Das wäre krass gewesen. Das wäre so krass gewesen. Hätten wir so heftiges Bier brauen können. Und Weine. Biere und Weine. Und jetzt brauchen wir... was brauchen wir denn? Ach ja, wir brauchen dieses Eichenharz-Zeug. Der Wald ist ja ein wundervoller Ort. Warst du schon mal dort? Ich bin schon ganz woanders. Ich sehe, die Streamverzögerung ist weiter. Ich kann die Gießkanne übrigens nicht auf... Ich kann die Gießkanne übrigens nicht aufwerten aus Gründen, weil ich die jeden Tag brauche. Kann ich sie nicht... Das ist ja Quatsch. Eine Freundin von mir führt einen Laden in der Wüste. Falls du da jemals dort vorbeikommst, richte mir Grüße, richte ihr Grüße aus von mir. Ich kann ja nicht die Gießkanne reinsetzen. Dann haben wir das großartige Problem, dass wir... dass unsere Sachen vertrocknen. Oh, Lea. Brauche ich die Pflaume irgendwo? Die Wildpflaume. Ich glaube, ich habe die schon abgegeben. Mist, ich wollte sowieso hoch. Schnäckis. Wir sagen, nein, wir brauchen sie nicht. Außerdem kriegen wir wahrscheinlich nochmal neue. Das ist ein wirklich großartiges Geschenk, danke. Ja. Wir wollten sowieso hoch. Wir wollen nämlich nach Lea. Nicht nach Lea, sondern nach Robin. Wir müssen wissen, was wir brauchen. Diese komischen blauen Vögel mit dem roten Kamm machen mich irgendwie ein bisschen stutzig. Auch weil die so in so Grüppchen sind. Hey, nee. Was wollte ich abgeben? Ach ja, Egudes. Large Egudes. Da brauchen wir nur noch Wolle oder Milch. Also müssen wir nochmal in den Gypsy Wagon gucken, weil im Moment werden wir sowas nicht bekommen. Ob mit all den Sachen werden wir es nicht bekommen. Ich würde auch gerne einen Brunnen bauen. Einfach nur, weil ich es kann. Dann muss ich nicht mal da runterrennen, wisst ihr? Oben wäre ein Brunnen auf jeden Fall doch sinnvoll. Ich dachte ja nicht, dass wir sowas brauchen würden. Aber das macht schon Sinn. Dieses Runtergerenne macht mir einfach keinen Spaß. Brauchst du was? Jo. Hausverbesserung gibt es ja auch noch. 10.450 Holz. Na. Was kannst du denn für Rezepte? Steinbodenplatte. Gekauft für mein letztes Geld. Kabum. Ihr könnt nichts dagegen sagen. Hofgebäude einrichten. Hühnerstall haben wir schon. Stall. 6.350, 150. Den werden wir als nächstes kaufen. Ja, Kürbis sollten wir auch mal spielen. Das ist richtig witzig. Wenn du dich mit meinem Papa anlegen willst, dann gib ihm Stein. Er findet das Feucht echt zu furchtbar. Ja, die Questhüter ist da definitiv für, dass das alles wächst. Aber die Quest wieder versorgt uns hier wieder. Habt ihr gesehen, was wir alles brauchen für Sachen? Unfassbar. Wir können nicht in die Mine gehen, beziehungsweise es macht keinen Sinn ohne spitze Hacke. Das heißt, wir können mal schauen, was hier oben so rumliegt, wenn hier auch nichts rumliegen sollte. Linus, spannst du hier oder was? Ich kenne dich nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Es tut mir leid. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke. Vertrauen wir uns jetzt? Ich gehe jetzt bestimmt nicht duschen, wenn er da rumspannt. Gar nicht. Schon lange kein Zug mehr hier durchgefahren. Und hier oben ist auch noch dieses Ding, was ich nicht verstehe. Viele Seltsamigkeiten, die ich nicht verstehen kann. Und die ich vielleicht niemals verstehen werde. Die Herbsttage sind wirklich mega ruhig. Eigentlich cool, aber auch immer nicht ganz so cool. Wir werden noch mal ein bisschen Dings hier wegsammeln. So.
perfekt. Wir brauchen nämlich definitiv neues Eisen. So, das kann alles weg. Jetzt ist die Überlegung folgende. Ich überlege gerade laut. Wir haben jetzt diese Steinplatten. Die werde ich jetzt richtig schön... Die kann man doch bestimmt, kann man die um die Bäume legen. Kein Kristallfaden, nein. Der sieht blöd aus. Ich meine, das klappt doch bestimmt. Ist das nicht cool aus, oder? Das ist cool aus. Eingelegter Hopfen. Naja, gut. Sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus als der Gelee-Stuff, oder? Ja, nehmen wir mal so. Was soll denn passieren? Baby Light. Das machen wir mal so. Echt ein Brunnen hier wäre auch schön, oder? Hier so in dem Bereich oder hier oben. Könnte ich mir definitiv vorstellen. Das mit dem Baum, ich hoffe, das klappt so. Das sieht auch nett aus. Wenn man dann hier sagen würde, wir machen hier alles voll. Voller Bäume? Ich guck mal, ob das passen würde. Guck mal, schon zu viel. Yes, das ist perfekt, wenn es zu viel ist. Guck, dann kannst du hier so 4 Bäume hinmachen und alle haben 8 voneinander Platz. Mega cool. Nein, ja, vielleicht. Doch. Grabwächter. Da könnt ihr jetzt mal ruhig ehrlich sein. Ja, dann hier so auf beiden Seiten dann mit diesem Faden hoch, einmal in die Mine, einmal darunter. Sieht mega toll aus. Finde ich, bin ich voll der Fan von. Außerdem brauchen wir immer noch Kupfer und Holz. Ich hoffe, ich habe genug Holz. Und genug Kupfer. Heute geht es also ein bisschen darum, die Farm schöner zu machen. Big Reload, ja. Ich hoffe, dann kommt er wieder, dann kommt er jetzt wieder dahin, wo ich bin. Das wäre natürlich ganz gut. Manchmal fängt er sich ja dann wieder. Wir können den Amethyst mitnehmen, wir können das Holz mitnehmen, das mitnehmen und dann können wir einen Tepper bauen. Den brauchen wir für den Baum da vorne. 3 Minuten Verzögerung, ja, das ist relativ viel, ich weiß. Ich lasse mich jetzt trotzdem nicht aus der Ruhe bringen an dieser Stelle. Ich sehe es gerade selbst. Ich denke mal, dann waren die letzten Tage wirklich nur Zufall, dass sie funktioniert haben. Ne? Oder heute ist mal ein schlechter Tag, das kann natürlich auch mal sein. Der Baum braucht 8 leere Felder draußen herum. Na, das braucht er nicht. Ich habe da schon gesehen, dass das klappt, deswegen weiß ich, dass das klappt. Leere Felder bedeutet, da darf nichts anderes wachsen. Aber ein Baum, der Steinboden ist ja nicht Bewuchs. Guck mal, wie schön das hier ist. Also ich kenne das zumindest so. So, wir sollten uns hier eigentlich unten auch nochmal einen Weg machen. Habe ich noch Wege? Vielleicht habe ich es ja weggetan. Weil hier unten wird langsam richtig krass von der, vom Wildwuchs her. Hier sind einfach 1 Million Bäume, auf einmal sind wir voll in der Waldfarm. Guck dich das an. Schlimm. Schlimm.
Die werden wir alle mal schön wegmachen hier, die Kiefern. Und bald können wir auch diese großen Steine wegmachen, da freue ich mich auch schon drauf. Ich war schon lange nicht mehr hier unten. Guckt euch an, wie verwildert das hier ist. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, wir brauchen sowieso neues Holz, von daher passt es ganz gut gerade. Da lassen wir uns jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Guckt euch das an, wie schick das ist. Oh! Bald kann man hier wieder langlaufen. Ist das, sind das eigentlich dick, diese dicken Holzer? Kann ich die nicht wegmachen? Habe ich die nicht weggemacht? The fuck? Und ich renne mal an denen vorbei. Oder sind die jetzt neu gespawnt? Können die neu spawnen, ist die andere Frage. Und hepp. Wer weiß das schon? All diese Fragen und überhaupt keine Antworten. So, jetzt wird es aber zu spät. Ich habe auch keine Energie mehr. Ich habe 156 neues Holz besorgt. Das ist nicht wenig. So, perfekt. Sieht doch wieder schick aus. Hier, ich denke, das funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Wir werden es aber merken, wenn er nicht weiter wächst. Innerhalb von ein paar... Ah, Mist, jetzt hätte ich das noch rausholen können. Da, lila, 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 nicht ärgern, so. Nicht ärgern, geht schon. Guck, das Geld fließt doch wieder hinein in den Ustrabären. Ist doch kein Problem. Ich denke, weil dann heute der Stream wieder so ein bisschen mehr ist und damit alles so ein bisschen mehr ist, werde ich heute nur 2 Stündchen Stardew Valley machen und euch mit irgendwas anderem beglücken, was dann weniger Leitung braucht eventuell oder wo es dann egal ist. Es ist Brombeerenzeit. Die Büsche sind des ganzen Landes haben reife Brombeerfrüchte. Shit. Neues Bier. Was können wir denn mal einlegen? Melonen? Ich hoffe, das war eine gute Idee. Ich hoffe, die haben wir jetzt nicht für irgendwas gebraucht. Ich habe so ein bisschen... Ja, wie gesagt, das mit dem Nachladen tut mir total leid. Ich kann da wieder wenig gegen machen. Ich kann euch nur sagen, wenn euch das wirklich stört, dann bitte, 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 bitte verlasst den Kanal. Und dann ist es halt so. Und dann lerne ich da draus. Und dann werde ich dann halt nicht mehr streamen können. Weil ich habe keine Handhabe darüber, wie es ist. Ich habe nur die Handhabe darüber, was ich hier machen kann. Die Technik von außen kann ich nicht beeinflussen. Eventuell ist heute aber einfach ein... Es kann ja mal sein, dass heute ein schwerer Tag ist. Die letzten Tage gingen alle ohne Probleme. Deswegen gehe ich jetzt einfach nicht davon aus, dass es jetzt die neue Box ist, sondern dass hier einfach wirklich in der Gegend ein bisschen schwieriger ist, weil die letzten Tage ist ja auch öfter das Internet ausgefallen in der Gegend und in der kompletten Gegend, also auch auf meiner Arbeit. Vielleicht gibt sich das morgen wieder und es ist einfach nur heute ein bisschen belastet, dann ist alles gut. Würde ich jetzt mal so behaupten. Mais. Ich meine, an mir kann es ja auch nicht liegen. Ich meine, die Technik hier ist komplett neu. Die ganzen Kabel sind neu. Das habe ich ja mit dem neuen Computer alles komplett neu gemacht, logischerweise. Und auch die Techniker, die hier waren, sagten, es kann nicht an meiner Technik liegen und es liegt nicht an meiner Technik. Sondern das liegt daran, dass der Anbieter mir nicht die Bandbreite liefern kann. Entweder weil es einfach, wenn hier 5 Leute im Fernseher anhaben, ist doch zu krass. Oder halt nicht. Ich versuche es aber trotzdem.
Ich guck mal hier was anderes. Ja, ich sehe ja selber, dass Verzögerung ist. Also im Moment werde ich dann keine Votings dann machen. In-Chat-Votings. Ihr habt ja die Votes auf der Website. Großes braunes Ei brauche ich nicht mehr, ne? Keinen Fehler machen, jetzt habe ich schon abgegeben. Gut. Ihr sagt, dass die neue Boxen immer noch der gleiche Mist. Ich werde mich da dann am Montag wieder ans Telefon setzen, falls es morgen nicht besser sein sollte. Wie gesagt, nicht immer gleich. Ihr schiebt immer gleich die Panik, als ob die letzten Tage waren doch alle gut. Kann nicht einfach mal ein ganz normaler, schlechter Internettag sein? Das ist die andere Frage. Und wollen wir uns da jetzt wirklich drüber unterhalten? Ihr kennt das Problem alle. Und ihr habt immer alle extreme Panik, anstatt einfach zu sagen, ja, das ist gerade nicht so schön. Hier, jetzt weißt du Bescheid und nicht die ganze Zeit darauf rumranten. Das bringt nichts. Ich sag euch, wie es ist. Es bringt nichts, die ganze Zeit auf dem Thema rumzuhacken. Das Thema wird dadurch nicht besser werden. Und ich werde mich mit den Leuten wieder einmal auseinandersetzen, wenn es weiterhin so ist. Also wir gucken uns heute an, wir gucken uns nochmal Montag, wir gucken uns morgen an, wir gucken uns Montag an. Ist es dann genau so? Dann gehe ich schwer davon aus, dass ich irgendeine Drosselung in der Leitung habe und dass die, entweder das liegt daran, weil die letzten Tage hat es geklappt, oder es ist wirklich schlicht und ergreifend, dass die hier das nicht hinkriegen und auch dann sind die in der Pflicht, was zu machen, denn diese Box ist sozusagen das letzte und stärkste Mittel und wenn das auch nicht klappt, dann kann ich nur sagen, haben die ein riesiges Problem. Und das werde ich nicht aussitzen und abwarten, da werde ich dann aktiv werden. Auch aktiv werden müssen, weil ich möchte das hier gerne weiterführen. Ich liebe so Zeugs, ernsthaft, oh, sie hat ein Herzchen mehr. Letzte Nacht habe ich geträumt, dass meine linke Hand zu einem gigantischen Etwas wurde. Schloss oder so? Bedeutet das irgendwas? Ich kann sicherlich nicht Metroid spielen, wenn's. Ich spiele etwas, wo die Verzögerung kein Problem macht. Spiele ein anderes Story-Game! Gute Idee. Metroid mache ich morgen. Ich werde dann gleich irgendwas machen wie Fortnite oder Smite oder so. Zahl mitnehmen. In der Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Das hoffe ich doch. Elliot, hi. Ach du meine Güte. Eine kleine Grabbe hat mich in meiner. Hat sich in meiner Hemdtasche eingenistet. What? Das ist eines der Probleme, wenn man am Strand lebt. Tja. So ist es normal. Am Strand zu leben ist bestimmt voll cool. Aber auch da haben die bestimmt voll schlechtes Internet. Vielleicht stört sich da auch wieder irgendwas. Ich guck mal gleich, wenn wir so einigermaßen. Ich mache jetzt mal eben diesen Tag zu Ende. Und dann werden wir mal versuchen, was anderes zu machen. Mal schauen, was das bringt. Ich brülle das mal eben an meine Frau. Hasi. Es könnte das also sein, dass der Stream einfach direkt irgendwie instant offline geht. Ich sage euch jetzt nur, dass es passieren könnte, zieh mal bitte nicht das weiße Kabel, sondern das andere, also die Horizon-Box raus. Das ist der schwarze normale Stecker, neben dem weißen. Ja, der weiße gehört zu der neuen Box. Versuch doch mal, die andere wegzuziehen. Jetzt bleibe ich erst recht hier. Naja, es ist halt die Sache, wenn das halt hart stört, dann ist es halt hart nicht tragbar. Ja, mach mal. Mal gucken, was passiert, oder? Das könnte ich den Lea mal schenken. Ein Ei. Außer sie ist Vegetarierin, das ist natürlich schon scheiße. Das ist ein wirklich nettes Geschenk, danke. Es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in diesem Gebiet, blablabliblu, das weiß ich doch. Bitte? Das ist ja auch. Ja, sicher.
Ah, das ist ein blauer Vogel. Ich wollte ihn gerade einsammeln. Oh, ich bin so gierig, ne? Ja, sehe ich nämlich auch so, Skali. Das beobachten wir hier gerade auch. Und wir sehen das ähnlich. Also die Australer haben damit überhaupt kein Problem. Der Stream läuft und solange der Stream läuft, ist alles in Ordnung. Was können wir tun mit dem angefangenen halben Tag, den ich hier habe? Ich könnte nicht in die Mine gehen, logischerweise. Ich werde mal nach unten gehen und mal schauen, was es so im Wald gibt. Hallo, Haley. Und auf dem Wege in diesen besagten Wald... Ja, sehe ich auch so. Genau so ist es. Und das ist im Moment halt ein Problem. Das liegt aber an dem... Was soll ich machen? Die Australier sind eh nur ein Extra. Ich mache mir da nicht so einen großen Kopf drum. Eigentlich nicht. Die Australier sind ein Bonus. Wenn der Stream klappt, klappen auch die Australier. Wenn der Stream nicht so gut klappt, dann klappen auch die Australier nicht. Wenn der Stream nicht da ist, gibt es auch keinen Australier. Also es ist halt... Natürlich möchten wir, dass das System so gut wie möglich funktioniert. Wir prüfen das auch immer selbstständig, beziehungsweise ständig ist das falsche Wort. Und immer wieder mal stichprobenartig. Aber uns fällt einfach nichts Großartiges auf. Wir können nicht sagen, oh, das ist voll schlimm jetzt oder so. Okay. Aha, ich wusste, dass es hier noch irgendwas gibt. Nice. Lauf, Australotte. Jetzt gefährlich hier. Puh, Glück. Mag der Zauberer Pilze? Bestimmt, oder? Ich kenne den doch, den Homie. Daraus braucht er doch immer die Sachen zusammen für Emily. Nein. Das hier, vielleicht werfe ich sie in die Flamme und schau, was passiert. Es ranken sich viele Mysterien um uns. Bitte? Alles gut? Okay. Also die andere Box rauszuziehen hat jetzt nichts gebracht. Zumindest aber bleibt es konstant. Dann können wir nämlich die andere Box einfach rausgezogen lassen. Das ist für uns zumindest wichtig zu wissen, weil uns hat die Horizon-Box sowieso gestört. Und zwei WLAN-Signale in der Wohnung zu haben, ist vielleicht nicht das Beste, was passieren kann. Schauen, ob er sich wieder fängt. Ich meine, er rappelt im Moment ganz schön. Wie gesagt, ich mache den Tag zu Ende und dann ist erstmal von Stardew Valley genug. Einfach nur... for the sake of the video und for the sake of the people. Und dann schaue ich mal, was wir anderes machen. Für euch Grabwächter ist es halt, ich weiß, im Moment ist es echt eine schwere Zeit, deswegen steht überall Notfallsendeplan und deswegen versuche ich natürlich so gut es geht, weiter daran zu arbeiten. Aber ich kann nichts garantieren, wenn das nicht in meinen Händen liegt und dieses Problem Internet liegt definitiv nicht in meinen Händen, weil... ich bin kein Internetanbieter und ich nutze den Spaß nur. Und wenn er mir nicht vernünftigen Nutzen einbringen will... Oh, ich gebe dir mal was, dem Sam. Du hast es für mich besorgt? Danke. Sind dir schon die ganzen Spinnenweben aufgefallen, die im Herbst auftauchen? Wenn du früh aufstehst, siehst du sie mit Tau überzogen, wie kleine Sterne. Früh aufstehen? Als Farmer? Pff, lächerlich. Niemals. So, lass uns mal in die Kneipe gehen. Ich glaube, oh, wir haben 1337 Geld. Nice. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und guten Abend. Was gibt's hier eigentlich für nette Sachen? Dort ist ein schädelförmiges Schlüsselloch. Reise des Perikl. Okay. Wir spielen das mal ein bisschen. Arcading ist cool.
Man muss immer nur mobil bleiben. Nice. Guckt euch an, wie ich diese kleinen Aliens erledige mit meinem geilen Shooty-Shoot-Skills. Deswegen bin ich Fortnite-Profi. Jetzt bräuchte ich nur noch eine Armbrust und dieses Spiel ist schon so gut wie gewonnen. Wow. Das war vielleicht ein bisschen dumm. Wow, 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 wow. Game, Modest. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das einfach so erledigt hier. Aber die dürfen dich nicht einmal berühren. Nee, nee. Oh. Oh, Coffee. Das ist so schlimm. Oh, ich hab noch ein Continue. Die Null zählt mit. Wie bei damals bei den Spielen. Na gut, ich habe null extra Chancen. Na gut, ich versteh's. Kann ich querschießen? Oh, krass. Doom! Ich möchte nicht neu spielen. Das geht schon. Alles gut. Wo bin ich denn da in Game? What the fuck? Okay. Ja. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle gehe ich mal ins Bettchen. Vielen Dank fürs Dabeischauen an dieser Stelle. Ich weiß, ihr bei wunderbarem Nachschau-YouTube habt überhaupt keine Probleme und ihr wisst gar nicht, was das Problem ist, weil ihr kriegt es ja immer dann in einem Stück ohne Verzögerung. Deswegen Dankeschön an euch, dass ihr alle so fleißig zuschaut. Danke für euch, dass ihr ihr versucht, mir die Daumen zu drücken. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit der wunderbaren Ustralotte. Auch wenn ich heute die Stimme nicht so richtig hinkriegen mag, freue ich mich trotzdem wieder, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen kann. Und dann sage ich bis dahin. Ciao.